Vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten und den Daten zur Inflation am nächsten Mittwoch in den USA sind die Aktienmärkte wieder voller Hoffnung, dass die Zinsen sinken werden. Und diese Hoffnung, die ist ihnen wieder mal auch in den Kopf gesetzt worden. Nicht zuletzt durch Fed-Chef Jerome Powell, der sagte, naja, das könnten Ausreißer gewesen sein, die letzten Inflationsdaten. Und ja, wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich die Zinsen senken. Und die Märkte wiederum klammern sich dann an solche Daten wie gestern ISM, Dienstleistung, die Preiskomponente. Da lauteten die Headlines, die Preiskomponente sei so stark rückläufig wie seit 4 Jahren nicht mehr. Und damit vermittelt man irgendwie so den Eindruck, als wären die Preise gefallen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Preise sind weiter gestiegen, aber eben nicht mehr in der Dimension. Und aber die Algos springen dann drauf und sagen sich, ja super, siehst du, die Disinflation ist doch wieder da. Alle Parameter sprechen dagegen, dass dem so ist, aber Fed-Chef Powell will die Zinsen senken, offenkundig aufgeheißt von Janet Yellen, die ihm gesagt hat, naja, guck mal, es ist doch Wahljahr und du willst doch auch nicht, dass der Donald dann wieder ins Amt kommt, mit dem hast du ja schon schlechte Erfahrungen gemacht, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass durch diese hohen Zinsen die immer stärker steigenden Schulden der USA immer teurer werden. Also es gibt schon gute Gründe, die Zinsen zu senken, aber die Frage ist, kann man das tun? Und eigentlich sind alle Parameter eher in Richtung steigender Inflation derzeit unterwegs. Wir wollen uns das Setup vor diesen so wichtigen Daten, die dann ein Lackmustest der Hoffnung der Wall Street werden, mal anschauen. Die Zentralbanken wollen offenkundig die Zinsen senken oder sie wollen den Eindruck vermitteln, dass sie die Zinsen senken. Paul hat ja die letzten Inflationsdaten so ein bisschen verharmlost, versucht also immer wieder diese Illusionen oder diese Hoffnung in die Köpfe zu setzen an der Wall Street. Und wir sehen hier diesen Esel, der permanent dieser Möhre hinterherläuft. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2022, in dem Jahr, in dem bekanntlich die Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben, gab es schon Zwischenrallies, eigentlich ein Bärenmarktjahr, aber es gab immer wieder Zwischenrallies, ich meine im Sommer 2022, die motiviert waren von der Hoffnung auf sinkende Zinsen. Diese Hoffnung ist immer noch da und vielleicht ist das Paradoxe, dass die Märkte immer weiter steigen, weil eben dieser Esel, dieser Möhre permanent hinterher rennen kann, die er nie wirklich zu fassen kriegt, die er nie wirklich essen kann. Aber er läuft eben weiter und wir sehen ja nicht zuletzt jetzt starke Anstiege bei Rohstoffen, auch bei Gold, vor allem bei Gold. Und die Frage ist, was ist da eigentlich der Grund für diesen Goldpreisanstieg? Craig Shapiro sagte, Gold ist praktisch der lebende Misstrauensbeweis gegen die Aussage der Fed, die Politik, die Geldpolitik sei restriktiv, gegen die immer wieder geäußerte Absicht der Notenbanken, ja, ja, wir bringen die Inflation auf 2% zurück und ja, auch gegen diese immense Ausgabepolitik der Regierungen und wahrscheinlich auch so eine Art geopolitische Rückversicherung angesichts der geopolitischen Krisen, die wir derzeit haben. Wir haben den Ausbruch der Energie, des Energiesektors, stark steigende Energiepreise. Das ist das eine. Nicht gerade disinflationär, sondern inflationär. Wir haben Housing, Crude, Gold, Silber, Copper, die alle, wie diese Grafik hier zeigte, deutlich gestiegen sind. Die Rohstoffpreise 15% seit ihrem Tief im 4. Quartal. Also es gibt nicht so wirklich gute Gründe zu sagen, wie es Fed-Chef Paul kürzlich gemacht hat, dass er nicht glaubt, dass die Inflation wieder nach oben geht. Kann man nicht wirklich sagen, zumal wenn man sich hier mal ein paar Rohstoffe heute alleine anschaut, solche Sachen wie Zink, Aluminium, Kupfer, das ja sehr wichtig ist als Industriemetall. Hier sehen wir mal die heutigen Tagesanstiege, respektive die Anstiege seit Wochenbeginn. Das geht also ziemlich deutlich nach oben. All das spricht dafür, dass eben die Inflation jetzt in den Gütersektor gewandert ist. Und hier nochmal Gold. Hier haben wir ja heute Nacht ein frisches Allzeithoch über der Marke von $2.300 gemacht. Jeffrey sagt jetzt, ja, das ist schon ziemlich teuer. Aber es ist offenkundig eben auch ein Misstrauensbeweis gegenüber
den Notenbanken, die offenkundig bereit sind, eine höhere Inflation zu akzeptieren. Das sagt nur keiner. Paul hat die Idee zurückgewiesen, dass man sein Inflationsziel von 2% auf 3% anheben werde. Da hat er gesagt, nein, 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 wir wollen 2% und so weiter. Aber faktisch scheint es nicht wirklich so auszusehen. Wir sehen dann in Sachen Inflation, dass heute die Benzinpreise in den USA auf den höchsten Stand seit 6 Monaten gestiegen sind. Hochgradig deflationär, disinflationär, natürlich gar keine Frage. Und hier sehen wir, dass der Ölpreis vielleicht nochmal richtig spannend wird. Hier mal diese ganze Geschichte mit Israel und Iran. Israel hat ja bekanntlich hier hohe iranische Revolutionsgarden und Generäle getötet mit einem Angriff auf deren Konsulat in Damaskus. Und die Iraner haben gesagt, wir werden uns rächen. Der amerikanische Geheimdienst warnt, innerhalb der nächsten 48 Stunden, respektive bis Freitag, dürften die Iraner zurückschlagen. Und es gibt hier Berichte, dass man offenkundig mit Cruise Missiles hier vorgehen will. Alles natürlich noch Spekulation, aber die Israelis nehmen das sehr, sehr ernst. Man hat jetzt das GPS-System über Tel Aviv gestört, damit sozusagen die Iraner hier keine Möglichkeit haben, es genau zu zielen. Man hat die Truppenurlaube alle gecancelt, also niemand darf in Urlaub gehen von den Soldaten. Die israelische Zentralbank hat Banken angewiesen, sich auf einen Bankrun vorzubereiten, dass die Leute also zu den Bankautomaten laufen und Geld abheben. Eben weil sie fürchten, dass hier etwas Schlimmeres passiert, ein nächster Krieg ausbricht. Sozusagen. Also das ist so diese Gemengelage, alles unbestätigt, kann so kommen, muss nicht so kommen, weiß man nicht, aber es ist natürlich schon eine Gefahr. Sollte es eine direkte Konfrontation geben zwischen Israel und dem Iran, dann möchte ich nicht wissen, was mit dem Ölpreis passiert. Heute hat sich wieder ein FED-Mitglied geäußert, der Mr. Harker, der gesagt hat, ja, die Inflation ist nach wie vor zu hoch und viele Dinge sind eben sehr sticky derzeit in der Inflation. Ob das Nahrungsmittel sind etc. Aber Harker auch mit einer interessanten Aussage in Sachen KI. Er hat gesagt, es ist noch nicht klar, ob KI wirklich die Produktivität nach oben bringt. Das ist das, was auch Jerome Powell gesagt hat. Also wenn jetzt die Produktivität gestiegen wäre aufgrund von KI, was ja die Märkte längst eingepreist haben, dass das passieren wird, nämlich dass durch KI unfassbare Produktionseffektivität entsteht, die Produktivität nach oben bringt. Cathie Wood, meine zweitbeste Freundin, sagt ja, also wird sich um 130% steigern, die Produktivität. Bisher scheint es nicht passiert zu sein, sonst wäre ja der Zweifel nicht da, dass es überhaupt passiert. Also das nur mal am Rande, die Microsoft-Aktie sieht das bekanntlich anders, aber das, wie gesagt, nur mal eine kleine Nebenbemerkung. Aber all das, nämlich diese permanente Möhre, ja, wir könnten die Zinsen senken, die durch die Fed, auch durch die EZB inzwischen gestreut werden, die haben dazu geführt, dass der Aktienmarkt so stretched ist wie jetzt, wie Michael Serve hier zeigt anhand verschiedener Grafiken, etwa die Differenz zwischen Anleiherenditen, also was Geld kostet, Kapitalmarktzinsen und den Aktienmärkten. Wir sehen Momentum, Complacency und so weiter und so fort. Sentiment very frothy, also die Stimmung der Marktteilnehmer very frothy. Wir sehen das unter anderem bei den US-Privatinvestoren, hatte ich heute Morgen schon gezeigt. Nur 22% sind bärisch, nur 14% sind das in US-Börsenbriefen. Wir haben jetzt auch die neuen Daten zu den Vermögensverwaltern, die ihre Positionierung allerdings wieder ein bisschen zurückgefahren haben auf jetzt nur noch 84,24% von 103%. Also man hat da ein paar Chips vom Tisch genommen und auch heute gab es eben diese Zinssenkungshoffnung aufgrund der US-Erstanträge, die ein bisschen gestiegen sind auf 221.000. Die werden ja jede Woche ermittelt. Und das ist der höchste Wert seit Januar. Hat man gesagt, super, mehr Leute, die arbeitslos werden, ist ja ganz toll. Deswegen werden die Zinsen sinken. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge, gefallen sind, wieder unter 1,8 Millionen. Also so ein bisschen ein widersprüchliches Bild. Und das gilt für den Arbeitsmarkt insgesamt. Wir sehen, dass wir wahrscheinlich nach wie vor einen sehr, sehr engen Arbeitsmarkt haben, in dem nach wie vor die Löhne, naja, tendenziell zumindest die Inflation überbieten. Das heißt, die Amerikaner gewinnen an Kaufkraft.
verkauft. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel immer mehr Warns, also das sind Hinweise von Arbeitgebern, dass sie demnächst Leute entlassen werden, vor allem im Tech-Sektor ist das der Fall. Wir sehen Challenger Job Cuts, also die stattfindenden Entlassungen sozusagen auf dem höchsten Stand seit Januar 2023. Also irgendwie ein widersprüchliches Bild vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten. Dazu zählt auch, dass in den letzten 12 Monaten 760.000 mehr Menschen unemployed sind, also nicht beschäftigt sind. Normalerweise sind das Werte, hier sehen wir das unten in dieser Grafik rechts, wie das hier so ein bisschen nach oben tickt. Normalerweise sind das Werte, die in einer Rezession der Fall sind. Also wie gesagt, das ist ein sehr uneinheitliches Bild, man kommt nicht so wirklich klar. Vielleicht werden wir morgen ein bisschen mehr Klarheit über den US-Arbeitsmarkt haben. Wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, dann sehen wir, dass die EZB offenkundig im Juni die Zinsen senken will. Das hat das heutige FED, das heutige EZB-Protokoll nahegelegt und die Marktteilnehmer sind relativ davon überzeugt, dass die EZB schneller und deutlicher die Zinsen senken wird. Kein Wunder, die Wirtschaft im Euroraum ist natürlich viel schwächer als die in den USA. Kein Wunder, dass der Euro stärker geworden ist. Just kidding, sagt hier ein Twitter-Kommentar. Passt nicht so richtig zusammen. Der Euro hat ja zuletzt wieder zugelegt zum Dollar. Vielleicht, weil eben viele long positioniert sind. Non-commercial Trader sind so stark long positioniert im Dollar wie seit 2022 nicht mehr. Und da kommen manche vielleicht unter Druck, wenn eben Euro-Dollar steigt. Deswegen vielleicht diese Bewegung. Fundamental macht es eigentlich keinen Sinn. Die Wirtschaft ist viel schwächer. Daher sinken die Zinsen wahrscheinlich deutlicher im Euroraum als in den USA und diese Hoffnung auf sinkende Zinsen, die hat auch Europas Bankaktien stark beflügelt, Bankaktien in der Eurozone jetzt so stark überkauft wie noch nie und die Daten gibt es seit 1993. Auf der anderen Seite sehen wir immer mehr Kreditausfälle bei europäischen, vor allem deutschen Banken aufgrund dieser Gewerbeimmobilienkrise, also dass die Gewerbeimmobilien an Wert verlieren, damit Kredite schiefhängen, viele Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Kommen wir zu something different, nämlich zu der Lage in Deutschland in Sachen E-Autos. Hier sehen wir, dass wir sehr, sehr starke Rückgänge haben beim Verkauf von E-Autos, Neuzulassungen von E-Autos, knapp 30% eingebrochen. Ausgelaufene Förderung ist die Hauptursache und trotz der hohen Rabatte, die viele Hersteller geben, ist irgendwie die Nachfrage nicht wirklich da. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass dieser Markt nur funktioniert hat, weil er eben hochgradig subventioniert war. Und deswegen muss Tesla offenkundig seine Gigafactory in Grünheide jetzt ein Stück weit umpolen, nämlich in die Richtung, dass man sagt, ja gut, dann produzieren wir halt für den indischen Markt. Das heißt, in Deutschland werden dann Teslas produziert, die hier nicht mehr nachgefragt werden, weil schlichtweg die Nachfrage eingebrochen ist, um sie dann nach Indien zu bringen. Insgesamt ja das Problem der Elektromobilität, dass man unfassbar viele Rohstoffe braucht, Mineralien braucht etc. Und die sind vorwiegend in China eben angesiedelt. Und das ist ein Problem natürlich für diese ganze E-Auto-Industrie und insgesamt ist es so, dass die Nachfrage nach Öl, Kohle und Gas weiter deutlich steigt. Das passt nicht ins grüne Narrativ, passt auch nicht in Habecks Vorstellung, dass wir unbedingt jetzt CO2-frei werden müssen. Wahrscheinlich ist es so, dass es einen Mix geben wird und muss. Das heißt also nicht entweder das oder das, sondern beides. Es ist ja durchaus gut, wenn wir versuchen, Umweltverschmutzung in irgendeiner Form zu vermeiden. Bei Elektroautos passiert die halt woanders, nicht bei uns, aber dennoch ist das ja ein durchaus gutes Ziel, aber wir sehen, dass die fossilen Energien weiter wachsen, die Nachfrage weiter steigt. Also wir sind hier so ein bisschen der Geisterfahrer, der sich wundert, dass die anderen irgendwie verkehrt rumfahren. Das ist das große Problem unserer Wirtschaftspolitik. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht an den Märkten, auch natürlich mit den Arbeitsmarktdaten morgen in den USA, dann am Mittwoch die Inflationsdaten. Wird die EZB die Zinsen früher senken als die Fed? Und wenn ja, welche Konsequenzen hat das? Kann die EZB überhaupt sozusagen die Zinsen senken? Die ist ja normal sehr eng angekoppelt an die Fed, macht meistens das mit Verspätung, was die Fed macht.
Also hier mal eine Analyse, die Sie gerne teilen können über Social Media, hier über die EZB-Konsequenzen einer früheren Zinssenkung. Das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist etwas sozusagen Persönliches meines Kollegen. Es geht hier um einen Fischladen in Hamburg, der zumachen musste, obwohl der bombig gelaufen ist. Warum? Weil er keine neuen Leute findet oder keine Mitarbeiter findet. Und das ist etwas, was uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bevorstehen wird, dass vieles schlichtweg nicht mehr angeboten wird, weil die Leute keinen Bock haben, da zu arbeiten. Das machen wir nicht, nö. Keine Lust drauf, in einem Fischladen zu arbeiten. Viele Läden können bestimmte Öffnungszeiten nicht mehr anbieten, weil die Mitarbeiter fehlen, weil eben die Leute sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Bürgergeld ist ja hoch genug, das lohnt sich nicht. Das gilt dann auch für Migrationsfragen zum Beispiel, wo die Leute gar nicht so viel verdienen können, wenn sie denn arbeiten wollten, wie wenn sie jetzt eben vom Staat das Geld bekommen. Das ist Fehlanreize an allen Fronten, die wir derzeit sehen. Und Ausdruck davon ist die derzeitige Stagnation im besten Fall der deutschen Wirtschaft. Wir müssen da irgendwie etwas ändern. Wir brauchen da eine andere Moral. Wir müssen wieder Wert auf Wirtschaft legen und auf Wachstum legen. Sonst werden wir mit unserem Wohlstand und unserem Sozialstaat ein Riesenproblem bekommen. Das also ist die zweite Empfehlung, die ich Ihnen mit auf den Weg geben will. Und sage jetzt Servus und Ciao.